Der Sterntaler. Ein Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen, und gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihr ein armer Mann, der sprach: Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stück Brot und sagte: Gott segne es dir, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: Es friert mich so an meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es nach einer Weile weitergegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fuhr. Da gab es ihm seins und noch weiter, da bat eins um ein Röckchen. Das gab es auch hin. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon so dunkel geworden. Da kam noch ein Kind und bat um ein Händlein. Und das fromme Mädchen dachte: Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben. Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Wie es nun so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Und es kamen lauter harte, blanke Taler, und obwohl es sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Leinen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Bestimmt fragt ihr euch gerade: Warum hat die jetzt diese Geschichte vorgetragen und das kurz vor Heiligabend? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich persönlich habe die Geschichte immer kurz vor Weihnachten als Kind vorgetragen bekommen und habe daraus gelernt, wer anderen etwas gibt, der bekommt auch etwas zurück. Das heißt jetzt nicht, dass es etwas Materielles sein muss, sondern dass es auch einfach Gefühle sein können oder dass man einfach jemanden auch zuhört. Oder einfach in schweren Zeiten auch vor jemandem da ist. Einfach, ja, man kann auch Freundschaft schenken. Das darf man auch nicht vergessen, so kurz vor Weihnachten. Und diese Geschichte bedeutet mir persönlich ganz arg viel. Und die wollte ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen. Und ich wünsche euch hiermit ganz frohe Weihnachten mit eurer Familie zusammen oder mit wem auch immer ihr feiert. Deshalb euch ganz frohe Feiertage. Und genießt einfach auch mal die Ruhe und Besinnlichkeit und lasst euch nicht so stressen wie sonst im Alltag. Bis dann, eure Fresh Cookie.